Hi und herzlich willkommen hier zum Erfolgsstrategie-Podcast, deinem Podcast für Money, Mindset und den Weg in ein cooles und geniales Business. Ich bin Dr. Mareike Bruns, Money, Mindset und Business Coach für Selbstständige und solche, die es werden wollen, und freue mich wieder riesig, dass du in diese Folge eingeschaltet hast. Ihr Lieben, heute möchte ich euch 5 Schritte mit an die Hand geben, die euch dabei helfen, nachhaltig andere finanzielle Ergebnisse in eurem Leben bzw. Business zu manifestieren und zu kreieren. Diese 5 Schritte leiten sich aus ganz vielen tollen Kundenergebnissen ab, die mich in der letzten Woche erreicht haben und die ich euch mit euch in der Folge auch durchgehen werde. Und ich wünsche euch da ganz viel Spaß beim Zuhören und beim sofortigen Adaptieren auf euer Business. Was ich euch ebenfalls mitgeben möchte, ist, wer an einem Coaching mit mir interessiert ist, darf herzlich gerne in den Shownotes einmal bei mir beim Triple W beispielsweise, meinem wundervoll effizienten 1:1 Package vorbeischauen, oder schaut bei meinen Kursen vorbei. Auch da warten tolle Möglichkeiten auf euch, mit mir gemeinsam zu arbeiten. Wenn du dazu eine Frage hast oder dir unsicher bist, welches Package für dich das Richtige ist oder wie du am liebsten oder und auch am besten mit mir zusammenarbeiten kannst, dann kannst du dir jederzeit einen kostenlosen Kennenlerntermin mit mir buchen. Auch diesen Link findest du in den Shownotes oder mir einfach auf meinen Socials bei Insta oder Facebook oder so einfach eine Nachricht schreiben und dann chatten wir kurz und dann gucke ich, was für dich genau das Richtige ist. Genau, ich freue mich auf dich, ich freue mich auf euch und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören in der heutigen Podcast-Folge. Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier in den Erfolgsstrategie-Podcast, und heute soll es darum gehen, wie du nachhaltig eine andere finanzielle Realität für dein Leben und dein Business kreierst. Warum betone ich jetzt gerade das Wort nachhaltig so sehr und wie komme ich gerade heute auf diese Folge? Mir ist es in Coachings immer super, super wichtig, dass ihr nachhaltig andere Ergebnisse kreiert und nicht nur irgendwelche Eintagsfliegen. Also mal einen größeren Umsatz und dann geht der wieder weg. Oder mal 2, 3 Kunden hier und danach sitzt man wieder auf dem Trockenen. Sondern dass ihr wirklich jeden Monat konstant andere Umsätze macht und ihr an der Wurzel eures Problems arbeitet und nicht einfach nur irgendwo im Außen mal irgendwie schnell ein anderes Ergebnis kreieren zu wollen. Nur innerlich hat sich bei dir überhaupt nichts verändert oder dein Selbstbild hat sich bei dir überhaupt nicht verändert. Und dann ist das halt einfach nur irgendeine Eintagsfliege und das ganze Coaching ist dann quasi wieder dahin. Sondern ich möchte, dass ihr konstant und nachhaltig andere Ergebnisse in eurem Business kreiert, sodass ihr gestärkt und voller Motivation und Power und einer ganz großen Knowledge-Basis sozusagen, also so einer richtigen Wissensbase, aus dem Coaching rausgeht und ihr immer wisst, okay, wenn das und das passiert, kann ich so und so reagieren und so handeln. Ich weiß, wie ich funktioniere. Ich weiß, was für mich persönlich funktioniert. Und ich weiß, wie ich auch für mich persönlich am besten manifestieren kann. Und egal in welchem Kurs oder in welchem Live-Coaching mit mir, was ihr von mir bekommt, das ist immer der absolute Hauptfokus, dass ihr das nachhaltig tut und macht. Denn das Ganze soll ja auch einen coolen Impact auf euer Leben haben, dieses Coaching. So, und wie komme ich jetzt gerade darauf, euch heute Tipps mitzugeben, 5 um genau zu sein, wie ihr nachhaltig andere Ergebnisse bei euch im Business bzw. in eurer finanziellen Realität kreieren könnt und das einfach direkt auch auf euer Business umsetzen könnt. Der Auslöser dafür sind 4 ganz essentielle Nachrichten, die mich in der letzten Woche von ehemaligen Coaches erreicht haben und die mir wieder gezeigt haben, dass die Arbeit, die ich mit denen tue, fruchtet. Und die mir aber auch gezeigt haben, wie sehr es sich lohnt, dran zu bleiben und wie sehr es sich lohnt, ein Coaching zu machen und das, was man da lernt, auch echt umzusetzen. Und ich mag ein paar Nachrichten mit euch teilen, also erzähle euch, was da passiert ist, und gebe euch dann den Konsens hier in 5 Punkten wieder, die dazu geführt haben, dass eben diese Wunder bei diesen Coaches möglich waren. Also, Nachricht Nummer 1, die mich erreicht hat, war eine Kundin, die zu Anfang des Jahres ein VIP-Day mit mir gebucht hat und mich persönlich getroffen hat und wir hier sehr, sehr intensiv an ihrer Vision, an ihrem Ziel gearbeitet haben.
und wo wir auch so eine Zielversion für die gesamte Familie einfach aufgestellt haben. Und das war Anfang des Jahres und jetzt kürzlich kriegte ich von ihr eine 10-Minuten-Nachricht, wo sie mir auf WhatsApp schilderte, dass wirklich alles exakt so für sie, für ihre Familie, sich jetzt gerade genauso entfaltet, wie wir es besprochen haben. Und dass das nachhaltig passiert ist, dass sich ihr Team erweitert hat, dass andere Dinge in ihrem Leben genauso gekommen sind, wie wir es besprochen haben, dass neue Ideen entstanden sind, dass sie auch alte Personen mal loslassen durfte. Und dass das eben genau so passiert ist. Und das hat mich natürlich mega gefreut. Und dann haben mich noch drei Nachrichten erreicht von Triple-W-Kundinnen, die ja gerade aktuell mit mir arbeiten oder auch einfach in diesem Jahr mit mir gearbeitet haben, die in eine ähnliche Richtung laufen. Ich erzähle es euch gleich. Lasst mich nur noch einmal aufklären, was Triple-W bedeutet. Triple-W ist ein 1:1-Package mit mir, wo ihr super intensiv mit mir arbeitet, und zwar in einem Workshop über 2 Stunden, das ist das erste W, wo wir dein Business einmal auseinander pflücken, gucken, was brauchen wir noch, was brauchen wir nicht mehr, und dann zu einem neuen, wundervollen Bild zusammensetzen, dass du mit diesem Bild wieder wie eine Rakete durchläufst. Also in diesem Workshop haben wir schon sehr, sehr, sehr viel erarbeitet und sehr viele Aha-Momente erlebt, ne? Dann sind entweder 7 Tage oder ein Monat Pause, das darfst du dir aussuchen. Und dann öffnet sich ein 10-Tage-WhatsApp-Fenster, wo du mich alles über WhatsApp fragen kannst, was du willst. Das ist das zweite W. Ne? Und ich antworte dir innerhalb von 24 Stunden auf deine Nachricht. Jeder, der schon mal bei mir im Triple W war, weiß, dass es eher eine Stunde ist, also maximal, bis ich dir antworte. Ich antworte mal relativ zügig. Und dann schließt sich das Fenster, dann hast du wieder 7 Tage Pause oder einen Monat Pause, das darfst du dir aussuchen. Und dann haben wir einen Abschluss-Wunder-Call, wo wir, das ist das dritte W, wo wir uns genau um dich kümmern, um nochmal die Zeit, die wir jetzt hatten, zu reflektieren und dann in diesem Wunder-Call deine nächsten Schritte besprechen, die jetzt für dich dran sind, dass du eben nachhaltig weiterkommst, nachhaltig dran bleibst und Dinge in deinem Business jetzt neu etablierst und umsetzt und neue Schritte einfach gehst. Genau. Und davon, das ist ein sehr beliebtes Paket auch, weil es halt sehr effizient, schnell, ohne viel drumrum und auf den Punkt einfach weiterbringt und genau intensiv mit dir, ja, mit dir und gemeinsam mit dir arbeitet. Und ja, deshalb ist es auch, es ist ein cooles Paket und eben auch sehr beliebt. Und da habe ich jetzt drei unterschiedliche Nachrichten bekommen. Und zwar die eine, die, das hatte ich auch in den Insta-Stories, das habt ihr alle mitverfolgen können, die von irgendwie 100 € die Stunde oder sowas weggewichen ist. Wir haben dann dieses Business Coaching gemacht, sie nochmal komplett anders aufgestellt, Energien anders aufgestellt, und dann hat sie jetzt nachhaltig große Pakete, also sie hat jetzt verkauft zwischen 775 € und 10.000 € Pakete, und das tut sie jetzt auch nachhaltig. Also sie ist 3 Monate mit mir dabei, sie hat sich entschieden, diese Pausen immer einen Monat lang zu machen und schreibt mir immer wieder zwischendurch, ey, ich habe das schon wieder verkauft für den Preis, schon wieder dafür verkauft und so, und es ist halt nachhaltig jetzt bei dir anders, bei ihr anders. Und die zweite Nachricht aus diesem Trip, also oder jetzt insgesamt die dritte Nachricht, die mich erreicht hat, war so eine absolute Klarheit darüber, dass es nicht schwer sein muss. Also bei der Kundin, da kam sowieso schon immer Kundschaft und die hat auch Umsätze gemacht. So, es war aber immer so eine Schwere und so eine Quälerei in dieser ganzen Geschichte. Und die hat mir laufend geschrieben: Ja, ich habe es jetzt losgelassen, es ist jetzt anders, es darf jetzt anders sein und es wird auch die ganze Zeit anders. Und die hat dann plötzlich Posts und Beiträge auf Instagram und so weiter und so fort mit so einer Leichtigkeit geschrieben, mit so Zangen, und das kam dann einfach aus ihr raus. Und da haben wir wirklich nachhaltig an diesem, ich muss mich jetzt da durchquälen, Aspekt gearbeitet. Und der ist dann glücklicher, glücklicher, glücklicherweise hat sich jetzt deutlich reduziert. Und die andere Kundin, die mir schrieb, mit der habe ich das tatsächlich, das Triple W, noch vor mir. Wir werden jetzt diesen Business Coaching oder das Business Coaching noch machen. Nur wir haben vorher mal so ein kleines Coaching gehabt, beziehungsweise auch so eine Art Kennenlerngespräch gehabt. Und da habe ich schon mit ihr angefangen, so die ersten Stellschrauben zu drehen. Und die verkauft jetzt auch plötzlich, nachdem sie angefangen hat, anders zu denken, ihr Problem erkannt hat.
daran gearbeitet hat und jetzt halt eben weitermacht, ebenfalls zu komplett anderen Preisen, als sie es vorher gemacht hat und auch nachhaltig und auch so, dass es zu ihr passt. Dass es ein Preis ist, der zu ihr passt, dass es ihr Spaß macht und dass sie auch Kunden leichter anzieht. Also das ist ja auch immer, ne, wie kommen Kunden zu uns? Naja, so wie wir Kunden anziehen, wie wir gerade drauf sind, dass es für uns auch cool ist, Spaß macht, leicht macht und hat er dann wirklich mit einer ganz anderen Herangehensweise Kunden für sich anziehen können. Und was sich halt durch alle durchzieht oder durch alle diese Nachrichten durchzieht, die mich, by the way, an jeden, die sich jetzt hier gerade wiedergefunden hat, danke, dass ihr das immer mit mir teilt und danke, dass ich euch coachen durfte, weil mir macht es dann ja immer so viel Spaß, wenn ihr dann auch so coole neue andere Ergebnisse habt und so. Das ist immer so geil und deswegen war ja mein Job auch so gern. Genau, also was sich dadurch alle Nachrichten durchzog oder was ich so bei allen erkennen konnte, waren 5 Punkte, die alle gemeinsam hatten und alle durchgezogen haben. Und diese 5 Punkte, die möchte ich euch jetzt mitgeben. Und ja, Auslöser waren eben diese vielen, vielen tollen Nachrichten, die mich erreicht haben. Bei der einen Kundin, die, von der ich zu Anfang erzählte, da sage ich euch ehrlich, als ich die gehört habe, da ist mir echt ein Tränchen über die Wange geflossen, weil mich das einfach so gefreut hat. Wir haben das so intensiv dran gearbeitet und es ist genau so gekommen. Also wirklich, also ich würde fast sagen, 1:1 so gekommen. Und es, also Wahnsinn, Wahnsinn. Also mutige Schritte, die sie gegangen ist und Hammer, also wirklich genial. Genau, so, aber jetzt kommen wir mal zu diesen 5 Punkten, die mir da aufgefallen sind. Und das Punkt Nummer 1 ist, mach dich dafür offen, dass du auch etwas verändern willst. Also, wenn du mit der Haltung an ein Coaching oder an Persönlichkeitsentwicklung oder an etwas, egal welche Veränderung oder sonst was rangehst, mit eigentlich will ich gar nichts verändern, dann wird das auch nichts. Jetzt magst du dir vielleicht sagen, also Mareike, alleine schon die Tatsache, dass ich hier in diesem Podcast höre, zeugt doch schon von der Tatsache, dass ich offen dafür bin, etwas zu verändern. Nur mag ich dich an der Stelle einmal hinweisen, dass du da noch mal genauer hinguckst. Denn manchmal halten wir uns an irgendwelchen Geschichten oder Glaubenssätzen oder irgendwelchem alten Bullshit-Kram so ewig lange fest, dass wir ja uns da auch so dran gewöhnt haben, dass wir irgendwie so eine Haltung an uns angeeignet haben, dass wir jetzt plötzlich doch das nicht verändern wollen, weil das ja irgendwie anstrengend ist. Oder dass man sich eingestehen müsste, dass man mal einmal über seinen eigenen Schatten springen muss, um, was weiß ich, mein Coaching zum Thema Weiblichkeit zu machen. Oder ein Coaching zum Thema, zum Triple-W-Coaching zum Beispiel. Oder zum Thema Money Mindset. Oder dass man sich irgendwo mal eingestehen müsste, das läuft jetzt vielleicht bei mir doch nicht so rund und da muss ich was verändern. Und all dem voraus geht die Bereitschaft, wirklich etwas verändern zu wollen und wirklich eine Veränderung vornehmen zu wollen. Ich habe das schon mit manchen Interessenten gehabt, die dann bei mir sitzen und sagen, und Mareike, und das geht nicht, und jenes geht nicht, und das funktioniert auch nicht, und das geht nicht, und bla 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 bla. Und dann lasse ich dir mal erst erzählen, und dann habe ich gesagt, guck mal, und irgendwann, also wenn sie gar nicht aufhören, nein, Spaß, ich unterbreche dann auch mal so und sage, ey, du hast mir jetzt 10 Minuten erzählt, was alles nicht funktioniert. Aber nicht in einer Minute, was du eigentlich willst. Und auch nicht in einer Minute, wo du schon angefangen hast, mal was zu verändern oder mal hinzugucken, wo deine Problematik eigentlich liegt. Und auf was willst du dich jetzt konzentrieren? Auf die Dinge, die sich einfach nicht verändern und die doof sind und die Kacker sind und was weiß ich? Oder auf die Dinge, die du anders haben möchtest, auf deine Ziele und das, wo du hin willst? Das heißt, grundsätzlich darfst du dich dafür öffnen, eine Veränderung willkommen zu heißen und diese Veränderung jetzt auch durchziehen zu wollen. Das ist das Gleiche, by the way, auch beim Thema Liebe oder Vergebung oder sowas. Auch das habe ich in den letzten Jahren echt gelernt. Wenn du jemandem vergeben willst oder wenn du eine neue Liebe willst oder eine andere Art von Liebe erfahren möchtest, dann ist der erste Schritt, dass du dazu bereit bist und gewillt bist, diese Veränderung in dir selbst vorzunehmen
und dich aus einer Opferhaltung zu befreien und dann diese Veränderung durchführen zu lassen und auch auf das zu hören, was ein Coach dir sagt, ein Podcast dir sagt, ein Buch dir sagt, Menschen, die dastehen, wo du hin willst, dir sagen oder was auch immer, dass du diese Veränderung vornimmst, und dafür braucht es eine Bereitschaft und eine Offenheit. Genau, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, dass du dann auch, wenn diese Bereitschaft dann da ist, dein Drama-Lama in den Stall packen darfst und es da auch einfach mal eine Weile lang stehen lässt. Also, das liebe, gute, alte Drama-Lama. Es ist ja so, dass wir, was ich gerade schon sagte in Punkt 1, dass wir manchmal an so hübschen Geschichten auch sehr lange und sehr gerne festhalten, weil wir uns einfach daran gewöhnt haben, sie zu erzählen, weil die uns irgendwie Aufmerksamkeit bringen, weil die uns irgendwie schützen, weil die uns irgendwie nett vorkommen, und dabei sind die schon komplett überflüssig. So eine Drama-Lama-Geschichte, die hat uns vielleicht mal irgendwann gedient und da war die auch gut, und jetzt brauche ich dieses Drama-Lama halt überhaupt nicht mehr. Und da mag ich dir mitgeben, dass du dir das wirklich, also ich mache das wirklich öfter mal, dass ich mir das bildlich vorstelle, wie das Drama-Lama, wenn es gerade mal wieder in mir herumtanzt, das Drama-Lama einfach in die Garage stelle und sage, danke, liebes Drama-Lama, dass du mich offensichtlich wieder an irgendein altes Muster erinnern wolltest oder da mal wieder ein bisschen Spirenzchen und Tänzchen gemacht hast. Aber nun darfst du in die Garage, kannst dich ausruhen, ich brauche dich gerade nicht, merci. Ein Drama-Lama kann zum Beispiel sein, dass man sich übermäßig viel Sorgen macht oder an einer bestimmten Kindheitsgeschichte die ganze Zeit noch rumnuckelt und sagt, oh, aber damals sind meine Mama und Papa und das war doof und bla bla bla. Und das Ding ist, Freunde, das ist auch, also ich will es gar nicht verharmlosen, gerade wenn man in der Kindheit irgendwas sehr Interessantes erlebt hat. Ich weiß wirklich, wovon ich spreche. Nur irgendwann kann man da auch mal einen Haken dran machen und seinen Eltern oder Omas, Freunde, was auch immer, vergeben. Das ist ein Prozess, definitiv. Nur es nützt dir halt nichts, wenn du die Geschichte immer wieder rausholst und dich damit unbewusst auch in eine Opferhaltung versetzt. Na, also, oh Gott, und ich arme Maus und ich kann ja auch gar nichts führen. Guck mal, wo ich herkomme und da und dies und bla und blub. Und Freunde, wenn man eine Lösung will, findet man immer eine Lösung. Wenn man eine Lösung will und wenn man sich aus irgendwas wirklich rausboxen will, egal was, findet man immer eine Lösung. Und ich habe für eine große Dramageschichte irgendwann mit Anfang 20 entschieden, dass ich diese jetzt gehen lasse und nicht mehr darüber rede, weil ich für mich gesagt habe, so, ich mache da jetzt einen Haken dran und Schluss und fertig. Ich hatte auch mal, das fand ich auch ganz interessant, eine andere Kundin, die einen Unfall hatte. Und die mir dann, die Ähnliches berichtete, dass sie sagte, dass sie damals, als sie diesen Unfall hatte, von Pontius nach Pilatus an Ärzten geschickt wurde und dahin und hierhin und jetzt gehen sie da nochmal zur Kontrolle und schneller lalala. Und dann hat die irgendwann für sich gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Ärzte, ich bin jetzt gesund und fertig und diese ganze Krankheitsgeschichte ist jetzt für mich abgeschlossen und erledigt. Und dann war es auch gut. Dann hat sie das für sich entschieden, dass das jetzt vorbei ist und dann ist sie auch nicht mehr zum Arzt. Nachdem jetzt natürlich alles schwerwiegende etc. Erledigt war. Und hat gesagt, so, ich bin jetzt gesund und ich habe jetzt auch nichts mehr und erledigt. Und Drama, Story beendet. Fertig. Und ihr Lieben, ich sag's nochmal dazu, es heißt nicht, dass man sich die Themen nicht anguckt oder dass man nicht zum Arzt geht oder sowas, also gewiss nicht, aber ich denke, ihr bekommt jetzt alle den Punkt, dass es reicht, wenn man sich dieses Problem echt einmal angeguckt hat und dann sagt, so, und jetzt geht's weiter. Genau wie dieses übermäßige Sorgen machen. Ihr Lieben, wir können nach dem Gefühl von Sorgen machen süchtig werden, weil unser Körper das Gefühl hat, wenn ich mir jetzt keine Sorgen mache, bin ich unsicher. Und das Ding ist, wenn wir uns übermäßig Sorgen machen, es bringt halt nichts. Also die Situation oder eine Situation ist so, wie sie ist. Und ob du dir jetzt Sorgen machst oder keine Sorgen machst, das ändert ja an der ursprünglichen Situation überhaupt nichts. Sondern es ist einfach nur eine Energieverlagerung auf ein Outcome, den ich gar nicht will.
Jetzt könnte ich ja auch einfach hergehen und sagen, ich höre auf, mir Sorgen zu machen, ich gewöhne mir das wahrlich ab, also Sorgen machen darf man sich abgewöhnen und richte die Energie der Sorge, die ich jetzt auf die Sorge lege, also auf einen Outcome, den ich überhaupt nicht möchte, auf den Outcome, den ich will. Freunde, da verändern sich Welten, wenn ihr das tut. Auch da darf ich sagen, ich weiß, wovon ich spreche. Also das Buch von Dale Carnegie, so heißt er, ne? Ja. Sorge dich nicht lebe, war da für mich ein wahrer Augenöffner. Kann ich an der Stelle nur mal empfehlen, wer da auch ein Thema mit hat. Sich übermäßig Sorgen und Gedanken und oh Gott, und was wohl alles passieren könnte, schneller Alarm macht, da mal ruhig die Nase reinwerfen, ist ein ganz wundervolles Buch, unbezahlte Werbung an der Stelle. Genau, also Punkt 2, lass das Drama los und park dein Drama-Lama im Stall und guck dir wirklich an, wo will ich hin, wo kann ich einfach mal aufhören mit so einer Geschichte, die ich mir jetzt 100 Jahre erzählt habe, die ich vielleicht auch schon 220.000 Mal bearbeitet habe und jetzt einfach sagen, ich gehe jetzt vorwärts, danke, Amen, weil ich mich drum gekümmert habe, weil es jetzt erledigt ist, auch auf eine Geld-Drama-Story habe ich auch keinen Bock mehr. Ich erzähle sie mir jetzt einfach nicht mehr, sondern ich gehe jetzt einfach straight forward und bewege mich zu auf die Lösung, die ich gerne hätte. Genau. Und dann, wenn wir uns davon sozusagen frei gemacht haben, dann kommt Punkt Nummer 3 und zwar verändere deine Gedanken. Also ihr Lieben, ihr kennt das von mir aus Coachings und hier im Podcast habe ich es auch schon gesagt, ne? Die Zirkulation, ein Gedanke erzeugt eine Emotion erzeugt eine Handlung erfolgt ein bestimmtes Resultat und dieses Resultat bestätigt wieder meinen Gedanken. Und wenn ich diesen Kreislauf nur oft genug durchlaufe, dann entsteht Folgendes, ein Glaubenssatz. Das heißt, wenn ich nachhaltig etwas verändern möchte, dann muss ich zwangsläufig auf meine Gedanken gucken, um sie zu verändern, um damit die Emotion zu verändern und dann eben die Handlung und dann auch eben das Resultat damit verändern kann, sodass sich dieser neue Glaubenssatz bei mir eben auch setzt. Und deshalb gucke ich ja in Coachings immer sehr, sehr genau darauf, was denkst du eigentlich die ganze Zeit und warum denkst du das gerade so und was können wir an diesem Gedanken ändern, damit sich, und jetzt kommt wieder das wundervolle Wort der Folge, nachhaltig etwas bei dir in deinem Leben und deinem Business verändern kann. Und das geht am allerbesten, wenn tatsächlich jemand von außen drauf guckt. Also ich mache diese Erfahrung immer wieder mit meinen Coaches auch, die mit mir gemeinsam arbeiten. Wenn jemand von außen auf deine Situation guckt, ist das immer deutlich, deutlich einfacher, weil du eben, ne, bei dir ist ja ein Problem oder ein Umstand, den du gerne verbessern möchtest, entstanden mit der Denke, die du einfach gerade denkst. Und wenn du jetzt versuchst, mit der Denke, die du gerade denkst, die das Problem oder den Zustand, den du verändern möchtest, kreiert hat, versuchst, das dieses Problem jetzt zu lösen, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Deswegen ist es cool, wenn genau auf diesen Prozess, der die Ursache ist für alles Weitere, was dann kommt, wenn da jemand von außen drauf guckt. Und gerade im Thema Business und Coaching, Business und Coaching, ja, aber Business, Coaching und Geld, einer meiner absoluten Oberspezialitäten. Ach, das liebe ich einfach. So, also das heißt, verändere jetzt auch deine Gedanken bezüglich Thema Geld und Thema Business. Was denke ich denn den ganzen Tag über mein Business? Was denke ich denn den ganzen Tag über Geld? Was denke ich denn die ganze Zeit über meine Finanzen? Was ist denn mein Gefühl, wenn ich meinen Kontostand aufmache? Es ist alles viel zu wenig und alles ist, ne, im Mangel und was weiß ich und bla bla bla. Oder denke ich, geil, ich habe Geld auf dem Konto, voll cool. Oder was ist die Emotion, wenn ich beim Einkaufen bin und mir irgendwie die coolere, was weiß ich, was fällt mir jetzt gerade ein, Tasche kaufe oder das geile Lebensmittel, was mich immer so anlacht oder whatever. Was denke ich da gerade? Leiste ich mir das? Gönne ich mir das? Was sind da so meine Gedanken? Und da darf man auch echt super aufmerksam sein. Da können nämlich schon in den kleinsten Situationen so alte Konditionierungen wieder hochkommen, die wir aus Kindheitstagen und so weiter erlebt haben und wo wir dann sofort wieder einen Drehgedanken einfach hernehmen dürfen. Ne? Also ich habe es jetzt bei mir wieder kürzlich erlebt, dass ich bei einem bestimmten Schmuckstück gedacht habe, ja, also das ist ja auch wieder nur was für besondere Anlässe. Ne? Und mir dann dachte, was ist das jetzt für ein Gedanke? Wo kommt der denn her? Also wer sagt denn, dass das jetzt nur was für besondere Anlässe ist und ich den jetzt nur, weil es Montag oder Dienstag ist,
dieses Schmuckstück nicht tragen könnte oder dieses Schmuckstück für das eben nicht gemacht wäre. Und das ist ja nur irgendeine Bewertung, die ich jetzt auf das Schmuckstück gebe, weil das Schmuckstück an sich sagt mir ja nichts und es steht auch in keinem Gesetzbuch, dass man an einem Montag, Dienstag, Mittwoch irgendwie ein bestimmtes Schmuckstück nicht tragen dürfte. Ja, das heißt, es ist ja nur irgendeine Bewertung und die kommt bei mir ganz klar aus Kindheitstagen, wo es halt gute Klamotten gab und nicht so gute Klamotten gab und man dann, ne, die nicht so guten Klamotten, die man auch nicht so gerne leiden mochte, dann immer irgendwie anziehen musste und naja, Und wie gesagt, ich mache jetzt hier überhaupt gar keinem irgendeinen Vorwurf, sondern das war einfach so und ist halt eine Konditionierung, die ich so mitgenommen habe, so Punkt. Und dann die guten Klamotten, die bleiben dann die ganze Zeit im Schrank. Und das macht doch auch, es macht doch überhaupt keinen Sinn, coole Klamotten nicht anzuziehen. Also, warum denn auch nicht? Naja, anyways, also was ich sagen wollte, das kann in den kleinsten Situationen hochkommen und genau da dürfen wir darauf achten und dann sagen, ja, Moment, also was ist das denn für ein Quatsch? Und dann eben entsprechend den Gedanken verändern und auch, und es leitet uns jetzt zu Punkt 4, anders zu handeln. Also in dem Moment, wo du dann feststellst, dass dieser Gedanke da hochkommt mit, ja, also das ist ja auch nur was für besondere Anlässe, ne? Dass du dann in dem Moment dann den Ring trotzdem anziehst und dir denkst, ist mir scheißegal, ob heute Montag, Dienstag, Mittwoch ist, den ziehe ich jetzt an, weil ich den heute geil finde. Amen. Fertig. Ne? Und dass du das wirklich komplett umsetzt und für dich im Kopf behältst. Zum Beispiel auch, ne, was wir hatten jetzt gerade das Beispiel mit dem Kontostand. Wenn du dein Online-Banking öffnest, dass du dann das Erste, was dir in deinen Kopf kommt, ist nicht, oh, Teufel, ist zu wenig und bla bla bla. Das ist eine Energie, die wir überhaupt nicht gebrauchen können, sondern dass du einfach sagst, danke. Dass du dir das angewöhnst und danach handelst. Was meinst du, was das schon wie eine komplett andere Energie macht? Und selbst wenn du es in dem Moment noch so gar nicht fühlst, sag trotzdem Danke. Mach's auf und sag einfach Danke. Danke, dass ich überhaupt ein Online-Konto habe. Danke. Und ne, wenn jetzt vielleicht deine Umsätze, wenn du die gerne nach oben skalieren möchtest und du sagst, oh, jetzt habe ich es schon wieder nicht irgendwie hingekriegt oder sonst irgendwas, dass du dich nicht darauf konzentrierst, sondern die neuen Gedanken wählst und einfach sagst, danke, dass ich es bis hierhin schon geschafft habe und es ist voll geil, was ich hingekriegt habe. Amen. Das ist anders handeln und zwar in der kleinsten Situation. Es braucht nicht immer so eine riesen Ober-Mega-Situation. Also ne, manchmal habe ich so den Eindruck, viele warten darauf, dass jetzt so diese eine mega krasse Sache passiert. Und wisst ihr, es sind die kleinen Dinge, die sich dann aufsummieren und dann das große Ganze ausmachen. Na, wie beim Sixpack im Fitnessstudio, es ist nicht das eine Training, was ihr macht, sondern es sind die 50 Trainings, die ihr gemacht habt, die dann zu deinem Endresultat führen. Und es sind genau diese kleinen Gedanken bezüglich Geld, bezüglich Umsatz, bezüglich Business, die ich mit dir auch im Coaching jetzt dann dezidiert für dich auf deinen Fall umgemünzt durchgehe, denn also das führt jetzt hier in der Folge natürlich zu weit. Nur hast du jetzt hier schon wirklich Punkte, wo du mal ansetzen kannst. Was denke ich denn über Umsatz? Was denke ich über Geld? Auch ne, mein Kunde könnte das vielleicht ja gar nicht zahlen. Ja, woher weißt du das denn? Und willst du dir auch solche Kunden überhaupt manifestieren? Also, ne, oder, ah, das ist zu teuer, das ist es nicht wert, oder, naja, so bis so ein Business mal läuft, das dauert ja 100 Jahre und bla, 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 bla. Und da darf man wirklich drauf achten, ich verändere den und dann handle ich auch danach, dass ich entsprechend diesen Gedanken wirklich immer wieder verändere. Okay? Und das leitet uns jetzt auch zum Punkt 5, nämlich dem lieben Dranbleiben und der lieben Konsequentheit und der liebevollen Selbstdisziplin. Also, was ich immer wieder merke und was ich auch dann toll finde durch diesen WhatsApp-Support oder was dadurch gut abgedeckt ist, ist, dass die Leute, von denen ich jetzt eben erzählt habe, das gemerkt haben, sobald sie wieder in so einem alten Muster drinne waren oder sind und dann mit einer coolen Frage um die Ecke gekommen sind mit, ey, wie kann ich denn das jetzt verändern? Oder Mareike, ich stecke da gerade irgendwie fest. Ich komme aus den ganzen Gedankengedöns gerade nicht mehr raus. Hast du mal einen Impuls, dass ich wieder mal kurz eben in eine andere Richtung denken kann? Und das ist dranbleiben. Und da helfe ich euch auch mit. Also über die Kurse, ne, über den Podcast. Also da alleine kannst du dich schon mal beglückwünschen und dir auf die Schulter klopfen, dass du hier immer wieder in diesen Podcast reinhörst, bedeutet, dass du dranbleibst. Es bedeutet, dass du eine gewisse Konsistenz in dem hast, was du tust. Und das ist mega. Und genau in diesen Gedanken, ne, also ich Gedanken verändern, dann anders nach handeln und das Dranbleiben ist das, was dann den nachhaltigen Unterschied bei dir tut.
Und für dieses Dranbleiben gebe ich dir alle möglichen Hilfsmittel und Tools an die Hand, die dir das echt leichter machen. Denn wir sind ja alle Human Beings, ne? Und keiner von uns ist perfekt. Und es kann auch mal sein, dass irgendwas vergessen wird oder dass die Familie und das Leben einen gerade irgendwie so irgendwie in einem Overwhelming-Status hat. Und da ist es einfach noch wichtiger, dass ihr Tools und Möglichkeiten an der Hand habt oder auch von mir Inputs und Impulse bekommt, extra Impulse bekommt, die euch wieder daran erinnern, ey, ich bin Kreateurin, Kreateur meines eigenen Lebens, ich bin Schöpferin und meine Gedanken kreieren meine Realität. Was kreiere ich mir eigentlich gerade? Wo bin ich gerade dabei? Welche Gefühle fühle ich gerade und so weiter und so weiter. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte für dich, dass du dir, ja, dass du dir den Luxus gönnst, dass du dran bleibst und dir Impulse holst und dich jeden Tag wieder daran erinnerst, dass du dein Mindset-Fitness-Studio betreibst und da dran bleibst. Genau. Und das waren die 5 Punkte, die mir bei allen aufgefallen sind in den Coachings, die ich mit denen gemacht habe. Und natürlich ging jetzt dieses Coaching noch weit über diese 5 Punkte hinaus und wir haben sehr intensiv gearbeitet. Nur das waren so 5 Punkte, die sich bei allen durchgezogen haben und die dir dabei helfen, nachhaltig andere Ergebnisse in deiner finanziellen und Realität in Business und Leben zu kreieren. Also, ich fasse sie nochmal zusammen. Erstens, mach dich dafür offen, dass du wirklich was verändern willst. Zweitens, park dein Drama-Lama im Stall. Drittens, verändere deine Gedanken. Viertens, handel danach. Und fünftens, bleib dran. Wenn du nach dieser Folge den Wunsch hast, mit mir auch zusammenzuarbeiten, dann kannst du dir ein Triple-W-Coaching unter dem Link, den wir dir hier in die Shownotes packen, einfach buchen und da mit mir gemeinsam dann arbeiten. Wenn du noch Fragen hast, welches Paket jetzt für dich das Richtige ist oder wie sich das zusammensetzt oder was auch immer du noch gerne wissen möchtest, dann darfst du dir auch selbstverständlich einen Kennenlerntermin bei mir buchen oder mir einfach auf Instagram oder Facebook oder so eine Nachricht schicken. Das machen immer sehr viele, die das einfacher finden, mir einfach was Schriftliches zu schicken. Auch das kannst du super gerne machen und ich antworte dir auch ganz bald und schnell darauf, dass du dann auch für dich weiterkommst. Alle Infos zum Triple W findet ihr in den Shownotes und jetzt bleibt mir wie am Ende einer jeden Podcast-Folge nur noch zu sagen, egal an welchem Projekt du gerade dran bist, ich wünsche dir unendlich viel Erfolg dabei und bleib unbedingt dran, deine Mareike.